Heute mal was anderes. Herzlich willkommen erstmal zum Grundsong-Vlog. Wir haben es, kurz nach 1, 20 nach 1. Und ich muss nochmal raus, weil da kalbt so langsam eine Kuh. Und in dieser Kuh ist ein wichtiger Embryo für uns. Nichtsdestotrotz, auch wenn es kein Embryo wäre, wäre das jetzt für mich wieder ein Moment, wo ich einmal nachschaue, ob alles richtig liegt, in Ordnung ist, innerhalb der Kuh, soll heißen, wenn ich hineingreife und spüre, dass das Kalb möglicherweise falsch rumkommt oder ich einen Fuß nicht spüre, dass er richtig liegt, dann muss diese Geburt intensiver beobachtet werden. Sollte es gleich aber der Fall sein, dass alles richtig liegt und somit, ja, das eigentlich gewährleistet ist, dass das Tier, das Kalb von alleine bekommen kann. Und dann werde ich mich auch wieder ins Bett begeben. Jetzt nehme ich euch aber erstmal mit nach hinten und zeige euch, wie das gleich abläuft. Also, kommt mal mit. So, da sehen wir das Tier, um das es sich handelt. Wir sehen hier schon, dass schon was aus der Scheide austritt. Und wie gesagt, erfahrene Kuh, dennoch Embryo drinne. Gut, wir holen uns jetzt mal einen Handschuh und dann werde ich gleich mal hineinfühlen und schauen, ob alles in Ordnung ist. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg und holen einen Besamungshandschuh. Ganz kurz nochmal zu dem Tier. Vielleicht ist das Kalb jetzt gebärt. Normalerweise wäre sie eigentlich gar nicht mehr auf dem Hof. Ich habe es nur einmal probiert, ob dort ein Embryo dran anwächst. Es hat geklappt. Sie ist leider ein Tier, was ganz schwache Eutergesundheitswerte hat. Somit ist das ihr Glück, dass sie noch da ist. Jetzt geht es einmal kurz ins Dunkel. Gleitgel an den Handschuh. So, ich bin jetzt hier mit dem Handschuh. Jetzt schaue ich einmal nach, wie es innen drin ausschaut. Und im Optimalfall ist es gut und dann gehe ich wieder schlafen und hoffe, dass da morgen ein gesundes Kalb hier liegt.
So, da bin ich wieder. Ist ausgezeichnet, also liegt alles perfekt. Und die Kuh ist auch weit offen. Sie ist auch erfahren genug, das jetzt gleich zu lösen. Dementsprechend kann ich wieder ins Bett. Ich denke, das wird gut funktionieren. Ich habe jetzt nochmal die Fruchtblase schon mal ein bisschen geöffnet und die Eihaut vom Kopf entfernt. Das Kalb lebt auch, das habe ich gerade gespürt. Und ich hoffe sehr, dass das jetzt alles gut abläuft. Ich denke, innerhalb der nächsten 2 Stunden müsste das Kalb da sein. Wenn ich nicht gut schlafen kann, dann werde ich auch auf jeden Fall nochmal aufstehen und gucken. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass das funktioniert und werde jetzt die Kuh in Ruhe lassen, damit sie vor allen Dingen auch Ruhe hat. Und ja, bin dann ganz gespannt, ob morgen ja dann alles gut aussieht, beziehungsweise heute, wir haben ja schon nach 12 Uhr. Und im Optimalfall ist da ein Kuhkalb drinne. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht ertasten, aber sobald es draußen ist, wissen wir da mehr. Deswegen sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Sequenz mit einem Ergebnis auch des Geschlechts wieder. Also, gute Nacht und bis zur nächsten Sequenz. Ja, wir haben es jetzt gleich 2:30 und ich springe jetzt nochmal in den Stall. Die Kuh hat gerade eben ein bisschen gebrüllt. Ich denke aber, das Kalb könnte da sein. Deswegen kommt mal schnell mit. Ist da. Ein Bullkalb. Gute Nacht. Schade.